Der Redner ist der Fraktionsvorsitzende der SPD, Thomas Oppermann. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass es, die Bundeskanzlerin hat es schon erwähnt, dass es gestern Abend gelungen ist, dass sich die Koalition auf die wesentlichen Inhalte der Frauenquote geeinigt hat. Das zeigt, dass wir auch bei kontrovers diskutierten Themen entscheidungsfähig sind in dieser Koalition. Die Quote kommt, und sie kommt genauso, wie wir sie im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Sie kommt mit Gesetzeskraft, ohne Ausnahmen, ohne Härtefallklauseln, und das ist ein großer gesellschaftlicher Fortschritt. Und es ist durchaus eine historische Dimension, denn mit der Quote wird die Gleichberechtigung in den Vorstandsetagen und Aufsichtsräten der Unternehmen in Deutschland einen gewaltigen Sprung nach vorne machen. Und es ist vor allem ein starkes Signal an die qualifizierten Frauen in diesem Land. Sie sind keine Belastung für die Wirtschaft, sie sind eine Bereicherung und eine Verstärkung für die Wirtschaft. Ich möchte allen in beiden Koalitionsfraktionen danken, die auf diese Einigung hingearbeitet haben, auch in der Bundesregierung. Vor allem aber möchte ich der Frauenministerin Manuela Schwesig danken, dass sie so hartnäckig, so selbstbewusst und so erfolgreich für diese Quote gekämpft hat. Es ist gut, dass wir eine starke Frauenministerin haben. Meine Damen und Herren, vor einigen Wochen hat uns die Konjunkturprognose 1,3% Wachstum für das nächste Jahr vorhergesagt. So viel übrigens wie seit Jahren nicht. Aber wer die Debatte in Deutschland verfolgt, der hat das Gefühl, wir leben in einer anderen Welt. Bei den Grünen ist eine bessere Rente für Mütter und Langzeitarbeitnehmer eine Belastung für die Konjunktur. Bei den Wirtschaftsprofessoren ist ein ausgeglichener Haushalt eine Bedrohung für künftige Generationen. Und der Mindestlohn ist schuld daran, dass die Wirtschaft weniger wächst. Meine Damen und Herren, wer solche Gegensätze aufbaut, der verunglimpft nicht nur Arbeitnehmer und Rentner in diesem Land, der spielt auch Dinge gegeneinander aus, die nur zusammen funktionieren. Unsere Konjunktur funktioniert nur mit einer guten Binnennachfrage. Künftige Investitionen funktionieren nur mit einer soliden Haushaltsführung. Und eine erfolgreiche Wirtschaft funktioniert nur mit sozialer Gerechtigkeit. Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag diese Dinge zusammengebracht, statt falsche Alternativen aufzubauen. Und eine falsche Alternative, lieber Toni Hofreiter, ist es auch, wenn Sie den Klimaschutz gegen die Wirtschaft in Stellung bringen. Um es ganz klar zu sagen, wir stehen zu dem Ziel, bis 2020 die CO2-Emissionen um 40% gegenüber 1990 reduzieren. Und wir stehen auch zum Umbau unseres Energiesystems. Bis 2050 wird 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Aber wozu wir auch stehen, ist, dass dieser Umbau sozialverträglich gestaltet wird, dass die Strompreise auch für die Wirtschaft bezahlbar bleiben und dass der Strom verlässlich aus der Leitung kommt, meine Damen und Herren. Sozialverträglich, bezahlbar und verlässlich. An diesen Kriterien hängt die Akzeptanz der Energiewende. Und die bekommen Sie eben nicht mit der Brechstange, wenn Sie gleichzeitig aus Atomstrom und Kohlestrom aussteigen wollen. Natürlich muss auch der Kraftwerkspark einen fairen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen leisten. Deshalb hat Sigmar Gabriel die Energiewirtschaft
der Energiewirtschaft eine klare Marschroute vorgegeben. Die Kraftwerksbetreiber müssen bis 2020 mindestens 22 Millionen Tonnen CO2-Emissionen einsparen. Wie das Ziel erreicht wird, das entscheiden die Unternehmen. Das halte ich für eine kluge Lösung, die Ökonomie und Ökologie zusammenbringt. Meine Damen und Herren, deshalb gibt es keinen Grund zum Alarmismus, weder bei den Gegnern der Kohle noch bei ihren Befürwortern. Für die einen geht der Beitrag der Kohle zu weit, für die anderen geht er nicht weit genug. Das ist ein gutes Indiz dafür, dass Sigmar Gabriel mit seinem Vorschlag genau richtig liegt, meine Damen und Herren. Was wir jetzt brauchen, ist ein schneller Einstieg in die Energieeffizienz. Nur wenn wir es endlich schaffen, weniger Energie zu verbrauchen und Energie besser zu nutzen, werden wir langfristig das Klima schützen können. Meine Damen und Herren, wir beschließen in dieser Woche einen historischen Haushalt. Seit 46 Jahren zum ersten Mal ohne Neuverschuldung. Und das haben wir geschafft, trotz einer schlechteren Konjunkturentwicklung, ohne soziale Kürzungen und mit mehr Geld für Bildung, Forschung, Kommunen und Infrastruktur. Und das ist insgesamt eine gute Botschaft für junge Menschen in diesem Land. Wir wollen keine Politik mehr machen zu Lasten künftiger Generationen. Denn selbst wenn wir uns heute zu Niedrigzinsen verschulden könnten, wozu uns einige raten, muss man doch sehen, die Schulden bleiben uns über Jahrzehnte erhalten und bei steigenden Zinsen müssen wir dafür teuer bezahlen. Ich finde es ausgesprochen erfreulich und ich bin dem Finanzminister Schäuble sehr dankbar dafür, dass er für die Zeit ab 2016 Haushaltsreserven von 10 Milliarden Euro für zusätzliche Investitionen mobilisiert hat. Das ist ein starkes Signal für die Konjunktur in diesem Land. Wir sehen die Schwerpunkte für ein Investitionsprogramm bei der Infrastruktur, beim Netzausbau, bei energetischer Sanierung, beim Breitbandausbau, bei kommunalen Investitionen im Städtebau. Und ich glaube, wir dürfen uns im Ergebnis aber nicht darauf beschränken, nur die öffentlichen Investitionen hochzufahren. Wir müssen auch die privaten Investitionen ankurbeln. Und deshalb ist es gut, dass eine Expertengruppe des Bundeswirtschaftsministers an Vorschlägen für mehr Investitionen arbeitet. Meine Damen und Herren, Herr Kollege Oppermann, darf die Kollegin Hasselmann Ihnen eine Zwischenfrage stellen? Ja, bitte. Ja, vielen Dank für die Zwischenfrage, die Möglichkeit. Lieber Thomas Oppermann, Sie haben ja gerade aufgezählt, wo Sie überall investieren und wie stark diese Regierung im Thema Investitionen vorangeht. Allein mit den Fakten passt das nicht zusammen. Und vielleicht können Sie da noch mal einen Teil Ihrer Redezeit drauf verwenden, uns das zu erklären. Sie feiern sich hier für Investitionen in Straßen, in Brückensanierung, in Breitbandausbau, in viele andere Bereiche, senken aber im Bundeshaushalt gleichzeitig die Investitionsquote. Also wie passen diese Fakten zusammen? Können Sie uns sicher eine Antwort drauf geben? Und das Zweite, was ich noch kurz anmerken möchte, ist, ich finde, hier im Haus ist allen Frauen zu danken, die sich seit Jahren für die Quote eingesetzt haben, aus allen Fraktionen und nicht nur einer Ministerin, die ihrer Fraktion angehört. Also ich hätte mich gerne, liebe Britta Hasselfeld, auch bei den Grünen bedankt, aber ich wollte, liebe Kollegin Hasselmann, Nachbar kurz. Ich hätte mich gerne auch bei den Grünen bedankt. Aber nachdem Ihr Fraktionsvorsitzender gesagt hat, das sei eigentlich gar keine Quote, wollte ich Sie auch nicht überstrapazieren mit zu viel Lob.
Und was die Investitionen angeht, dürfen Sie natürlich nicht nur auf den Haushalt schauen, dann müssen Sie auch auf die mittelfristige Planung schauen. Und dann müssen Sie sehen, dass diese Koalition die Lkw-Maut ausweiten wird auf Bundesstraßen. Und dann müssen Sie sehen, dass insgesamt der Investitionshaushalt für öffentliche Infrastruktur bis zum Ende der Wahlperiode um 40% gesteigert wird, und zwar unabhängig von dem geplanten Sonderprogramm für Investitionen, nachhaltig und dauerhaft. Und damit zeigen wir, dass wir nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig das Problem des Investitionsstaus in Deutschland angehen. Vielen Dank. Was Investitionen in der Wirtschaft auch erleichtern könnte, wäre Bürokratieabbau. Wir haben in den letzten Jahren 12 Milliarden Euro Kosten für Informationspflichten eingespart. Trotzdem ist die deutsche Wirtschaft immer noch mit 40 Milliarden Euro Bürokratie belastet. Ich weiß, jede einzelne bürokratische Regelung hat immer auch einen rationalen Kern. Jede einzelne Regelung lässt sich für sich immer irgendwie begründen. Aber in der Summe sind diese Regelungen für die Wirtschaft oft eine fast unerträgliche Belastung. Und deshalb müssen wir dieses Problem angehen. Sigmar Gabriel hat ein Paket zum Bürokratieabbau vorgelegt. Ich habe große Sympathie für die neue Regel One in, One out. Immer wo neue Bürokratie geschaffen wird, muss sie an anderer Stelle in gleichem Umfang abgebaut werden. Die letzte große Koalition hat es geschafft, mit der Schuldenbremse die Neuverschuldung zu stoppen. Ich finde, diese große Koalition muss jetzt mit einer Bürokratiebremse endlich dafür sorgen, dass die Bürokratie für Unternehmen gestoppt wird, dass Unternehmer und Arbeitnehmer sich wieder auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können und dass sie wertschöpfende Tätigkeit machen, ohne dabei vor einem Übermaß von Bürokratie behindert zu werden, meine Damen und Herren. Aber nur 8% des Bürokratieaufwandes geht in die Statistik. Über 30% geht in die Steuererklärung. Ein Beispiel dafür ist die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Da kauft ein Schreiner einen PC für 500 Euro und anstatt den direkt vom Umsatz abzuziehen, muss er sie umständlich auf 3 Jahre verteilen. Ich sehe keinen fiskalischen Sinn in einer solchen Aufteilung und ich sehe auch darin keine Möglichkeit, Steuerbetrug zu verhindern. Deshalb sollten wir in dieser Wahlperiode über diese Themen zu gegebener Zeit noch einmal sprechen. Es ist eindeutig sinnvoller, Steuerbetrug dort zu bekämpfen, wo er uns wirklich Geld kostet, nämlich bei den transnationalen Unternehmen, die in Luxemburg und in den Niederlanden Steuerschlupflöcher nutzen, während unsere Mittelständler hier 30% Steuern zahlen müssen. Steuerdumping in der EU ist unerträglich. Es schadet unseren Unternehmen und es geht zu Lasten aller Steuerzahler in diesem Land. Deshalb finde ich es gut, dass sich Finanzminister Schäuble und Jean-Claude Juncker offen zeigen für die Einführung von Mindeststeuern in der Europäischen Union. Mindeststeuern für Unternehmen sind ein probates Mittel der Steuervermeidung. Wir wollen, dass Gewinne dort besteuert werden, wo sie auch erwirtschaftet werden, meine Damen und Herren. Ausgeglichener Haushalt, Bürokratieabbau, Investitionen, das sind Weichenstellungen für die Zukunft. Aber für künftige Generationen ist auch wichtig, wie wir in der Welt miteinander Handel treiben. Ich bin davon überzeugt, ein Land wie Deutschland, das 40% seiner gesamten Wirtschaftsleistung im Export verdient, darf nicht sich vom Handel abschotten, sondern muss dem internationalen Handel offen gegenüberstehen. Die EU und die USA bilden mit 800 Millionen Einwohnern den größten Markt der Welt. Für große Konzerne ist es kein Problem, auf diesen Märkten zu agieren, aber unsere Mittelständler können es sich kaum leisten, Expertengruppen teuer zu bezahlen und die unterschiedlichen
technischen Systeme zu überwinden oder gleich eine eigene Fabrik in den USA zu bauen. Deshalb ist eine gute Handelspartnerschaft mit den USA eine gute, große Chance für unsere mittelständischen Unternehmen, meine Damen und Herren. Unser Ziel ist es, bei TTIP die bestmöglichen Standards zu erreichen für die Verbraucher, für die Arbeitnehmer, für die Umwelt. Und natürlich muss der Zugriff auf unsere kommunale Daseinsvorsorge und auf unsere kulturellen Institutionen von vornherein ausgeschlossen bleiben. Und dass in entwickelten Rechtssystemen Investor-Staat-Schiedsverfahren nicht mehr zeitgemäß sind, das ist inzwischen gründlich dargelegt worden. Wir treten dafür ein, dass alle Investoren, unabhängig davon, ob sie Inländer oder Ausländer sind, effektiven Rechtsschutz bekommen und dass der am besten natürlich vor staatlichen Gerichten aufgehoben ist. Jetzt geht es darum, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern für erfolgreiche Verhandlungen zu sorgen. Die Forderungen nach Verhandlungsabbruch sind abstrus, denn wenn wir nicht verhandeln, dann werden andere verhandeln. Und die Standards, auf die andere sich verständigen, das werden nicht unsere Standards sein. Entweder die Globalisierung gestaltet uns oder wir gestalten die Globalisierung. Ich bin eindeutig für Letzteres, meine Damen und Herren. Herr Oppermann, darf der Kollege Ernst eine Zwischenfrage stellen? Ja. Ja, danke, Herr Oppermann. Ich habe ja nun auch die Debatte in Ihrer Partei in den letzten Monaten zu diesem Thema verfolgt. Sie haben einen Beschluss auf einem kleinen Parteitag gefasst. Wir haben das hier im Bundestag debattiert, insbesondere auch die Frage des Investorenschutzes. Die Position Ihres Parteitags war eigentlich so, wenn ich Sie richtig interpretiert habe, dass Sie das nicht wollen. Jetzt nehme ich so eine gewisse Abkehr von dieser Position wahr, auch in den Medien, auch von Herrn Gabriel. Heißt es nun, dass Sie bereit sind, CETA, das Abkommen mit den Kanadiern, auch zu akzeptieren, wenn dort ein Investorenschutz enthalten ist? Und bedeutet es auch, dass Sie auch das TTIP-Abkommen akzeptieren würden, wenn dort ein Investorenschutz enthalten wäre, obwohl ja Ihr Parteitag entschieden hat, dass Sie ihn nicht wollen? Wir sind jetzt dabei, TTIP zu verhandeln und mitten in Verhandlungen genau zu definieren, unter welchen Voraussetzungen man zustimmt oder ablehnt, halte ich nicht für klug. Wir haben deutlich gemacht, dass wir für Investoren gleiches Recht wollen. Es kann nicht davon abhängen, wo ein Investor herkommt. Davon kann nicht abhängen, welches Recht er bekommt. Wenn beispielsweise ausländische Investoren in schiedsgerichtlichen Verfahren Schadensersatzansprüche einklagen können, aber zum Beispiel deutsche Investoren vor ordentliche Gerichten nicht die gleichen Möglichkeiten haben, wäre das eine Ungleichbehandlung, die von vornherein nicht akzeptabel ist. Wir wollen keine Paralleljustiz. Wir wollen, dass in entwickelten Rechtsstaaten die Möglichkeiten der ordentlichen Gerichtsbarkeit genutzt werden. Da gehört die Entscheidung von Konflikten hin. In keinem Fall wollen wir, dass über schiedsgerichtliche Verfahren die Entscheidungen von demokratisch legitimierten Gesetzgebern delegitimiert werden. Das ist unsere Position. Und für die treten wir jetzt auch in den Verhandlungen ein. Das ist unser Beschluss. Lesen Sie nach. Meine Damen und Herren, auch 25 Jahre nach dem Mauerfall bleibt der Aufbau Ost eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und auch viele Regionen im Westen Deutschlands brauchen Unterstützung. Dass dafür die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag auch nach 2019 noch gebraucht werden, das hat die Bundeskanzlerin schon vor einem Jahr klargestellt. Und darin sind sich auch alle Fraktionen in diesem Hause einig. Die rot-grünen Ministerpräsidenten und Finanzminister Schäuble haben vorgeschlagen, wie das gehen könnte. Der Soli würde in die Einkommensteuer integriert, und dabei könnte man auch das Problem der kalten Progression lösen. Das wäre ein Weg,
wie man einen Teil des Soli an die Steuerzahler wieder zurückgeben könnte. Wenn dieser Weg jetzt nicht gegangen werden soll, man mag das gut oder schlecht finden, aber wer das schlecht findet und die Integration nicht will, der muss konkrete Vorschläge machen, wie ein anderer Weg aussehen könnte. Aber eines ist klar. Eines ist klar, wir brauchen in Zukunft eine Solidarität zwischen den Regionen, die sich nicht nach Himmelsrichtungen, sondern die sich nach dem Bedarf richtet, meine Damen und Herren. Und dieser Bedarf, der ist so verschieden wie unser Land. Dresden und Leipzig sind heute attraktive Wachstumskerne, die qualifizierte Zuwanderer anlocken. Aber nicht überall im Osten ist das so. Das Saarland und Bremen haben mit einer erdrückenden Schuldenlast zu kämpfen. Und NRW hat einen Strukturwandel hinter sich, der es in seiner Dimension durchaus mit dem Aufbau Ost aufnehmen kann. Seit der Kohle- und Stahlkrise im Ruhrgebiet sind 1,2 Millionen Arbeitsplätze allein im Bergbau und Stahl weggefallen. Und trotzdem gibt es dort heute mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte als vorher. Ob in Marl, Essen, Dortmund, Duisburg oder Bottrop. In vielen Städten wurden innovative neue Zentren für Dienstleistungen, Wissenschaft und Industrie aufgebaut. Damit ist NRW heute sogar Nettozahler im Länderfinanzausgleich, wenn man auch den Umsatzsteuerausgleich zwischen den Ländern betrachtet. Ich finde, das ist eine enorme Leistung, die da vollbracht wurde. Aber dieser Strukturwandel hatte auch seinen Preis. Und diesen Preis hat NRW bisher weitestgehend alleine getragen. Auch darüber müssen wir reden, wenn wir die Bund-Länder-Finanzbeziehungen neu ordnen. Wir können einzelne Länder, die einen tiefgreifenden Strukturwandel machen, nicht alleine lassen. Genauso wenig, wie wir Bayern alleine gelassen haben beim Strukturwandel vom Agrarstaat zu einem modernen Industrieland. Wir wollen nicht, dass sich die Gräben der Ungleichheit zwischen den Bundesländern weiter vertiefen. Das ist es doch, was unser Land eigentlich so stark macht, dass wir nicht auseinanderdriften, wie etwa England und Schottland, wie Flandern und Wallonien, wie in Spanien, wie Spanien und Katalonien, wie Nord- und Süditalien. Nur ein Deutschland mit gleichwertigen Lebensverhältnissen ist auf Dauer ein erfolgreiches und lebenswertes Land. Das ist jedenfalls die Richtschnur, mit der wir in diese Verhandlungen hineingehen, meine Damen und Herren. Wir diskutieren im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen darüber, wie wir den Kommunen mit hohen Soziallasten am besten helfen können. Das ist auch richtig so, denn wir wollen, dass auch die finanzschwachen Kommunen wieder investieren können. Wichtig ist, egal wo wir am Ende die Kommunen entlasten, die Reform der Eingliederungshilfe muss in jedem Fall kommen. Die haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart. Schließlich haben wir 2008 einstimmig die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Und wenn man sich die Eingliederungshilfe anschaut, da steht bisher im Vordergrund, dass die Menschen mit Behinderungen versorgt und verwaltet werden. Beim neuen Teilhaberecht wird es darum gehen, was ein Mensch mit Behinderungen braucht, um gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, meine Damen und Herren. Und das muss nicht immer teurer sein. Das muss nicht immer teurer sein, denn es geht nicht nur darum, wie viel Geld wir ausgeben, sondern auch, wie wir es ausgeben. Wir wollen ein Teilhaberecht, bei dem das Geld bei den Menschen mit Behinderungen ankommt, das echte Teilhabe und Inklusion ermöglicht. Ich möchte zum Schluss noch auf die Außenpolitik zu sprechen kommen, denn die neuerlichen Gewaltausbrüche in der Ukraine und in Israel, die machen uns allen große Sorgen. Seit Monaten ist die Außenpolitik der Bundesregierung extrem gefordert.
Ich finde, dass Außenminister Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel mit großem Engagement und mit hohem persönlichen Einsatz unser Land dabei außerordentlich gut vertreten. Die Bundesregierung ist zusammengeblieben. Die Europäische Union und die NATO-Partner sind auch zusammengeblieben. Und deshalb kommt es jetzt für die nächsten Monate darauf an, dass wir auch weiterhin zusammenbleiben. Und wenn nun der Vorwurf in den Raum gestellt wird, es werde eine Nebenaußenpolitik betrieben, dann ist das völlig deplatziert. Die Außenpolitik ist in diesen Zeiten für unser Land viel zu wichtig, als dass wir sie mit innenpolitischen Zielen instrumentalisieren dürften, meine Damen und Herren. Es ist kein Widerspruch, den Dialog zu suchen und trotzdem klar zu sagen, was man von der russischen Politik hält und erwartet. Russland hat eine Verantwortung für das, was dort passiert. Russland hat die völkerrechtswidrige Annexion der Krim zu verantworten und die Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine. Damit stellt Russland die europäische Friedensordnung infrage. Und das kann die EU nicht einfach akzeptieren. Und deshalb waren und sind die gezielten Sanktionen eine richtige Entscheidung. Russland muss seine Guerillataktik beenden und aufhören, an der Spaltung der Ukraine zu arbeiten. Und Wladimir Putin muss klar bekennen, dass auch er weder Krieg noch Bürgerkrieg in Europa toleriert oder gar fördert. Und dennoch müssen wir im Gespräch bleiben, denn es kann nur eine politische Lösung für diesen Konflikt geben und es kann nur eine Lösung mit Russland geben. Das muss uns dabei immer bewusst sein. Das ist die Komplexität der Außenpolitik, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und in der wir uns mutig stellen müssen. Es reicht nicht, nach einem einfachen Schema, wie das die Linke gerne macht, Putin zu bejubeln und Israel zu kritisieren. Damit stellen sie sich nur ins Abseits, aber zeigen keine Verantwortung. Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, so viel wie noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und in dieser dramatischen Lage müssen wir unseren Beitrag leisten, damit die Flüchtlinge den nächsten Winter überhaupt überstehen können. Ich bin froh, dass wir in den parlamentarischen Beratungen die Haushaltsmittel für die zivile Krisenprävention und die humanitäre Hilfe um 313 Millionen Euro aufgestockt haben. Damit zeigen wir, dass wir internationale Verantwortung für diese Krise übernehmen wollen, meine Damen und Herren. Aber jetzt müssen wir auch schauen, dass wir die Flüchtlinge in Deutschland gut unterbringen. Wir haben in diesem Herbst schon wichtige Verbesserungen beschlossen. Asylbewerber können jetzt schneller Arbeit finden und Sprachkurse besuchen. Wir haben die Residenzpflicht gelockert und Asylanträge werden schneller bearbeitet. Aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt auch die Kommunen in die Lage versetzen, die Flüchtlinge gut unterzubringen. Denn keine Kommune darf aus Geldmangel bei der Unterbringung von Flüchtlingen überfordert werden. Und es darf nicht sein, dass Ressentiments von Flüchtlingen dadurch geschürt werden, dass überfüllte Provisorien entstehen. Das müssen wir schon im Ansatz unterbinden, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es gut, dass die Regierung jetzt mit den Ländern darüber verhandelt, wie man die Kommunen unterstützen kann. Ein Kraftakt ist hier notwendig. Und mit dieser finanziellen Unterstützung helfen wir aber nicht nur den Kommunen, sondern wir ermutigen auch die Bürgerinnen und Bürger, die sich in diesem Land für die Flüchtlinge engagieren. Sie helfen, damit die Kinder in die Schule gehen können, damit Arztbesuche funktionieren und sie unterstützen Flüchtlinge bei Behördengängen. Das alles zeigt, dass die große Mehrheit der Deutschen
ganz klar sieht, dass wir Verantwortung für die Flüchtlinge haben. Das ist gelebte Verantwortung, das ist praktische Solidarität. Und ich möchte allen, die sich daran beteiligen, die daran mitwirken, ganz herzlich danken. Vielen Dank. Thomas Oppermann, der SPD-Fraktionsvorsitzende, hat hier noch einmal am Anfang seiner Rede betont, dass die Frauenquote kommt und dass diese Koalition sehr wohl zu Entscheidungen fähig ist, auch wenn das ein oder andere Projekt umstritten ist. Und war er